Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Unpacking. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich dazu jetzt eins drehen soll, aber dann dachte ich mir, ach was soll's, mache ich einfach. Weil es ist etwas angekommen, worauf ich schon etwas länger gewartet habe und auch schon erwähnt habe. Und ich freue mich total, dass es da ist. Und ja, ich habe es schon vorgeöffnet und meine Adresse musste ich nochmal abkleben, weil irgendwie dieser Stift war nichts. Ja, und dann hole ich das nochmal raus. Sehr dick eingepackt auf jeden Fall. So, und da ist er auch schon, mein Zeitumkehrer. Ich hole ihn auch mal da raus. So, ja, ich hatte mir ja von Harry Potter den Zeitumkehrer bestellt. Und ja, natürlich habe ich mir eine sehr billige Variante für, ich glaube, 8 Euro bestellt. Und daher kann man auch nicht erwarten, dass die Qualität so mega ist. Aber ich finde ihn doch ganz schön gemacht. Man kann auch, ja, in der Kamera sieht man es wahrscheinlich jetzt nicht. Ich hänge vielleicht noch Fotos dran. Ja, man kann auch diesen Zauberspruch hier sehen. Beziehungsweise, ja, hier, wo es dann zu diesen Ösen kommt, sieht man sich mehr so gut, aber es geht. Und ja, die Sandu ist auch ganz süß. Der Sand rieselt durch. Die Kette ist etwas kurz und ich mag diesen Verschluss hier auch nicht so richtig, aber die kann man ja austauschen. Also man kann ja hier das aufmachen und die dann auswechseln. Aber an sich finde ich ihn wirklich sehr schön und ich freue mich, ihn zu haben. Und er ist total hübsch und ja, das war's dann auch schon von dem Mini-Unpacking und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!